Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Rinelli und ich bin Software Consultant. In meinem heutigen Tutorial zeige ich, wie man mit der MDM-Komponente im Endpoint Central eine App verteilt. Und das zeige ich anhand des DSGVO-konformen Messengers Ginlo. Viel Spaß dabei! Wir befinden uns jetzt hier im Endpoint Central im Bereich Mobile Device Management. Ähnlich sieht es natürlich aus in der Standalone-Variante vom Mobile Device Manager. Ich habe hier eine Testumgebung aufgebaut, speziell jetzt hierfür mit einem Gerät hier drin, mit einem S8. Und das kann man sich hier auch anschauen. Ich werde heute anhand des Beispiels des Ginlo Messengers, Business Managers, zeigen, wie man eine Applikation verteilt. Ginlo Messenger ist ein deutscher und sehr sicherer Messenger. Man kann jetzt hier auch auf Installed Apps gehen. Hier ist im Business-Bereich noch nicht viel installiert. Ich zeige das hier auch gleich. Das blende ich jetzt ein. Auf meinem Smartphone. Ja, man sieht jetzt hier, wenn man da hoch scrollt, wir haben hier die persönlichen Apps und wir haben hier die Unterteilung in die Work Apps, den Arbeitsbereich, und man sieht, hier ist noch kein Ginlo Messenger vorhanden. Der nächste Schritt ist ganz einfach hier über Management im App Repository dann die App hinzufügen. Play Store App und dann wählen wir den Ginlo Business Manager. Hier kann ich durch die Informationen scrollen, wie wir es gewohnt sind vom Play Store. Ich gehe hier auf Auswählen und Save and Sync. Und schon habe ich hier in meinem bisher leeren App Repository den Ginlo Business Messenger. Jetzt können wir hier im Business Manager noch drauf gehen, können uns noch die Konfigurationen ansehen und ändern, anpassen, auch die Permissions. Und im nächsten Schritt werden wir diesen Messenger auf das S8 verteilen. Das geht einerseits hier rüber, indem ich draufklicke auf Distribute. Das ist der eine Weg. Und da kann ich mir eine Device-Gruppe auswählen, ja, oder auch einzelne Devices. Und kann dann hier auch angeben Distribute to App-Katalog oder Silent Installation. Ja, das geht im Work-Bereich und bei Supervised Devices. Und der andere Weg wäre, hier über Gruppen und Devices zu gehen und einerseits hier auf die Gruppe, auf die ich es verteilen möchte, und dann kann ich auch hier sagen, im rechten Bereich Actions, Distribute Apps, und habe denselben Dialog, die Möglichkeiten, Distributed to App Katalog, Silent Installation, kann dann auch die Applikation auswählen. Das ist hier sehr einfach. Ich habe nur die eine und könnte natürlich auch, wenn ich viele Applikationen habe, das hier entsprechend filtern. Das ist auch ein Weg, und der funktioniert eben über die Gruppe. Ich kann aber auch direkt auf das Gerät gehen, Devices, und kann hier zu diesem Device Actions, Distribute Apps und diesen Business Manager darauf verteilen.
Wir machen das Ganze jetzt aus dem App-Repository auf die Gruppe Personal. Dazu gehe ich hier rein, Distribute, Personal, Silent Installation, Distribute App. Successfully distributed. Ja, dann schauen wir uns das Ganze doch an, den Fortschritt. Hier in den Gruppen haben wir jetzt den App-Count mit 1. Können wir hier auch drauf gehen. Und App Installation ready to execute. Dann machen wir hier einen Refresh. Und schon ist das Ganze executed. Und wie wir das jetzt hier in dem eingeblendeten Video sehen, ist der Ginlo Business Messenger auch hier schon vorhanden und lässt sich aufrufen. Genauso funktioniert das mit allen anderen Apps und auch mit Enterprise Apps und auch im Apple App Store könnten wir, wenn wir hier den nach Deutschland suchen, Germany, könnten wir hier den Ginlo Business hinzufügen. Save. Hier wieder in das Distribute für Apple Devices. Im App Repository habe ich jetzt 2, und zwar den für Apple und für Android. Und auch hier ist derselbe Weg mit der Installation, der Verteilung. Einerseits hierüber über Distribute und andererseits kann ich natürlich auch in die Gruppe hineingehen und könnte hier sagen Action, Distribute Apps. Und dann kann ich hier auch auf Plattform Apple suchen und habe den Ginlo Business hier für Apple. Der andere ist ja schon drauf, deswegen wird er hier auch nicht mehr angezeigt. Das würde aussehen in einer anderen Gruppe dann, auf der ich noch keinerlei Apps habe, keinen App-Count habe. Da sieht das dann so aus, Distribute Apps. Und dann habe ich beide zur Wahl. Ich kann also in eine Gruppe natürlich auch Android und Apple Devices hineinpacken und kann dann die Applikationen drauf assoziieren, distributieren und es wird die passende natürlich dann auch nur installiert. Und im Inventory sehen wir bei installierten Apps jetzt auch den Ginlo Business Messenger. So, das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wie gewohnt, am Ende des Videos erhaltet ihr ein paar nützliche Links, wie ihr mit uns in Kontakt kommen könnt und auch wo ihr die Lizenz, die Testlizenz herunterladen könnt. Vielen Dank und bis bald. Thank you.